die Masai Mara, der nördliche Ausläufer der in Tansania gelegenen Serengeti. Masai Mara und Serengeti bilden auf einer Fläche von insgesamt 1500 Quadratkilometern eines der spektakulärsten Naturgebiete unserer Erde. Zu den zahlreichen Highlights der ostafrikanischen Savanne gehören Elefanten. Elefanten sind tag- und nachtaktiv und verbringen über 16 Stunden pro Tag mit Fressen. Auch der etwa 5 Monate alte Nachkömmling hat Hunger. Doch statt Gras bekommt er noch Milch aus Mamas Zitzen. Eine Herde besteht durchschnittlich aus 10 Kühen mitsamt Nachwuchs. Etwa 12 Kilometer pro Tag sind die Dickhäuter unterwegs, bewacht und umsorgt von einem 40 bis 50 Jahre alten, erfahrenen Leittier. Im Juni, nach der Regenzeit, ziehen Hunderttausende von Gnus und Zebras in die Masai Mara Kenias, weil sie hier mehr Nahrung finden. Gnus gehören zur Gattung der Antilopen. Sie werden etwa 20 Jahre alt, sofern sie nicht vorher Löwen oder Leoparden zum Opfer fallen. Während Zebras zuerst die trockenen Stängel der höher gewachsenen Grasarten abweiden, bevorzugen die Gnus die nachwachsenden, tieferen und eiweißreicheren Pflanzenteile. Anders als Gnus oder Zebras tritt die Leierantilope in kleineren Herden mit durchschnittlich 8 Weibchen und einem dominanten Männchen auf. Jetzt im August hat die Zahl der Tiere in der Masai Mara ihren Höhepunkt erreicht. Für Jäger wie den Löwen eine Zeit des Überflusses. Dieses Löwenweibchen hat ein junges Warzenschwein erbeutet. Die Löwin hat sich zum Jagen und Fressen von seinem Rudel entfernt. Ein Zeichen dafür, dass sie wahrscheinlich Junge führt und diese irgendwo im Gebüsch versteckt hat. Für gewöhnlich gehen mehrere Weibchen eines Löwenrudels gemeinsam auf Jagd. So können sie auch größere Beute zur Strecke bringen, wie zum Beispiel Gnus oder Büffel. Selbst halbwüchsige Elefanten und sogar Giraffen sind vor ihnen nicht sicher. Niemand würde hier vermuten, dass ein Löwe aus dem Stand 6 Meter weit zu springen vermag. Die Löwen haben sich verzogen. Jetzt sind die Hyänen dran und erst danach die Geier. Von der Beute ist noch genug übrig. Die dominanten Hyänenmännchen fressen zuerst. Was jetzt noch übrig bleibt, ist ein Fall für die Geier. Damit der Kopf beim Fressen nicht verklebt, haben Geier am Kopf keine Federn. Gefahr? Nein, wohl doch nicht. Auch bei den Geiern bestimmen Größe und Stärke, wer zuerst fressen darf. Besonders im Juli und August kann man sie häufig beobachten, die Paarung der Löwen. Das Weibchen hat sich auf den Bauch gelegt und signalisiert damit, ich bin bereit. Um seine Partnerin zu beschwichtigen, beißt er ihr vorsichtig in den Nacken und leckt zärtlich ihren Kopf. Das Männchen ist erschöpft. Kein Wunder. Etwa alle 20 Minuten paart es sich. Und auch die anderen Weibchen des Rudels sind läufig.
Doch nicht alle sind auch paarungsbereit. Bis zu 6 Tage dauert das Paarungsritual der Löwen. Je häufiger sich Männchen und Weibchen paaren, desto größer ist die Chance bei ihr auf einen Eisprung. Dann folgt das Männchen dem Weibchen, mit dem es sich zuerst gepaart hat. Alles ist im Kasten. Mehr als 2 Stunden waren wir bei den Löwen. Ein großer Vorteil, wenn man dann das Auto für sich allein hat. Und auch Martin, unser Fahrer, ist zufrieden, dass seine Gäste happy sind. Normalerweise ist Aussteigen streng verboten. Doch in der Mara gibt es spezielle Plätze, wo Picknicken erlaubt ist. An übersichtlichen Stellen, wo weit und breit keine Gefahr droht. Am nächsten Tag sind wir im Olchoro-Schutzgebiet unterwegs, fast 30 Kilometer entfernt von der Mara-Kernzone. Die Ranger führen uns zur großen Attraktion von Olchoro, den 2 Breitmaulnashörnern Kofi und Elisabeth. Man hat sie hierher gebracht, um sie besser vor Wilderern schützen zu können. Denn noch immer werden für die Hörner von Nashörnern Unsummen von Dollar bezahlt. Mit der flachen, breiten Lippe wird das Gras gerupft, daher der Name Breitmaulnashorn. Kühlung und Schutz vor Parasiten. Das ist der Grund, weshalb alle Nashörner oft ein Schlammbad nehmen. Aus sicherer Entfernung beobachten wir das Schauspiel. Nashörner können zwar nicht gut sehen, dafür aber umso besser hören und riechen. Das macht sie so gefährlich, wenn man ihnen zu nahe kommt. Nicht im Olchoro-Schutzgebiet, sondern im Zentrum der Mara selbst gibt es noch etwa 25 Spitzmaulnashörner. Anders als ihre Verwandten haben Spitzmaulnashörner eine spitze, fingerförmige Oberlippe, mit der sie Blätter, besonders die von Akazien, regelrecht abzupfen. Wir sind zu Gast bei den Maasai, dem wohl bekanntesten Volksstamm in Kenia. Es geht ums Geld und die Genehmigung für Foto- und Filmaufnahmen. Wie kaum ein anderer der über 40 Stämme des Landes pflegen und bewahren die Maasai ihre alten Tänze und Bräuche. Und obwohl die folgenden Szenen für uns inszeniert sind, wirken sie auf uns doch recht authentisch. Alayamara,
Das Abklatschen ist aber wohl mehr eine moderne tänzerische Variante. Die Männer demonstrieren das bei Maasai typische Hochspringen. Wer das besonders gut beherrscht, gilt als stark und genießt den größten Respekt. Dann erfahren wir, wie man bei den Maasai Feuer macht. Dazu wird ein hartes Stück Holz auf einem weichen derart schnell hin und her bewegt, bis durch die Reibungshitze Glut entsteht. Die Glut auf trockene Pflanzenfasern gebracht. Dann vorsichtig gepustet. Und zuletzt noch ein wenig Reisig dazu. Fertig ist das kleine Lagerfeuer. Das Weiße zum Filmen und Fotografieren kommen ist immer noch etwas Besonderes. Klar, dass Kinder dabei neugierig werden. Im Maasai-Kral wohnen mehrere Generationen zusammen. 100 Jahre alt, so hat man uns versichert, soll diese Frau sein. Die Zahl der Kinder im Dorf ist hoch. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Maasai-Männer oft mehrere Frauen haben. Das Herzstück jedes Maasai-Mannes sind seine Rinder. Mindestens 50 sollten es sein. Je mehr es sind, desto größer sind Wertschätzung und Einfluss, die ein Maasai bei seinen Stammesbrüdern genießt. Häufig bewachen jugendliche Maasai die Rinderherde. Hier wird eine Kuh zur Ader gelassen. Dazu bindet man ihr einen Strick um den Hals und zieht ihn kräftig zu. Jetzt heißt es gut festhalten. Deutlich sichtbar die angeschwollene Halsschlagader des Rindes. Da soll der Pfeil rein. Seit Jahrhunderten werden Rinder von den Maasai auf diese Art gemolken. Blut ist ein Grundbestandteil ihrer Ernährung. Denn mit seinem hohen Anteil an Proteinen deckt das Blut der Rinder den kompletten Eiweißbedarf der Maasai ab. Frisch getrunkenes Blut. Für Maasai ist das eine Delikatesse. Unvorstellbar für Menschen aus unserem Kulturkreis. Das Kilima-Camp bietet alles, was sich der gestresste Safari-Urlauber wünscht. Ein schönes Ambiente, motivierte Mitarbeiter und nicht zuletzt ein tolles Essen.
frisch zubereitet, dreimal täglich. Kilima liegt auf einem Hügel und bietet daher einen fantastischen Ausblick in die weite Ebene der Masai Mara. Selbst aus der Badewanne hat man einen tollen Blick auf die Landschaft. Und bei einem kühlen Bier lässt es sich besonders gut entspannen. Bevor es auf Safari geht, peilt der Masai Birika die Lage. Oft sieht er schon von hier oben, wo sich die Tiere gerade aufhalten. Wir stecken im Stau. Die Rinder sollen zu den Weidegründen am Rande des Schutzgebiets, da, wo sie eigentlich zu Hause sind, erklärt unser Fahrer. Mit unserem Four-Wheel Drive sind selbst kleine Bachläufe kein Problem. Das erste Highlight an diesem Morgen, ein Gepard. Er nutzt den kleinen Hügel als Ausguck. Anders als Löwen oder Leoparden sind Geparden tagsüber auf Jagd. So gehen sie ihren größeren und stärkeren Konkurrenten aus dem Weg. Das hier riecht nach Konkurrenz. Da ist es besser, eine eigene Duftmarke zu setzen, um Revieransprüche anzumelden. Denn wer weiß, wer noch kommt. Manchmal allerdings dauert es mit der Markierung ein bisschen länger. Wir haben großes Glück an diesem Tag. Im Schatten dieser Akazie haben sich 5 Geparden niedergelassen. Ein Gepardenweibchen mit ihren fast erwachsenen 4 Jungen. Seit 2012 läuft in Kenia das sogenannte Mara-Meru-Cheetah-Projekt. Ziel dieser Untersuchung ist es, mehr über die Lebensgewohnheiten der Geparden zu erfahren, um sie so noch besser schützen zu können. Nachdem die Mittagshitze überstanden ist, macht sich die Gruppe auf den Weg. Eine Jagd zu 5 verspricht viel Aussicht auf Erfolg. Doch dieses Flusspferd wäre selbst für 5 Geparden eine Nummer zu groß. Ein Flusspferd an Land anzutreffen, mitten am Tag, das ist äußerst ungewöhnlich.
Zwar schützt ein spezielles Sekret die empfindliche Haut eine Weile vor Sonnenbrand. Doch nur dort, wo Wasser in der Nähe ist, können Flusspferde auf Dauer überleben. Doch am wohlsten fühlen sie sich im Wasser selbst. Dabei lassen sich die Nasenlöcher zum Abtauchen verschließen. Der Mara-Fluss ist die Lebensader der Masai Mara. Auf seinem Weg durch die Savanne schlägt er viele Kurven. An Stellen wie dieser ist die Strömung gering, der ideale Platz für ein Flusspferdrevier. Flusspferde können nicht besonders gut schwimmen. Am liebsten wandern sie durchs Wasser, sofern es nicht zu tief ist. Ihr Maul können sie bis zu 150 Grad aufreißen. Das ist eine Drohung und soll heißen: Komm mir nicht zu nahe, hier bin ich der Chef. Während sich Flusspferde gern vor den Strahlen der Sonne schützen, kann es den Krokodilen gar nicht warm genug sein. Da sie ihre Körpertemperatur nicht selbst regeln können, sind sie auf Wärme von außen angewiesen. So sind die flachen Ufer am Gleithang des Mara-Flusses der ideale Ort für den Platz an der Sonne. Wir sind auf dem Weg zum Crossing Point, dort, wo große Herden von Gnus und Zebras oft den Mara-Fluss überqueren. Den entscheidenden Tipp hat Martin über Funk erhalten, von seinen Kollegen. Wir sind nicht die Ersten. Viele Safari-Touristen warten hier schon seit Stunden. Mit den Kameras im Anschlag. Die ersten Zebras wagen sich über den Fluss. Noch sind keine Krokodile in Sicht. Immer mehr Zebras rücken nach. Das erhöht den Druck, den Fluss zu überqueren. Schon haben sich die ersten Krokodile in Stellung gebracht. Die Zebras wissen, dass höchste Gefahr droht. Doch der Trieb, ans andere Ufer zu kommen, ist stark. Der rechte will. Noch überwiegt die Angst. Doch nur ein paar Minuten später hält sie nichts mehr zurück.
Krokodile können ihre Beute nicht zerbeißen. Sie zerreißen sie vielmehr in einzelne Stücke und schlucken sie als Ganzes runter. Dabei drehen sie sich um die Längsachse, bis ein Stück Fleisch herausgerissen ist. Das kräftigste Krokodil sichert sich den größten Happen. Doch auch die anderen werden noch satt werden. Dann, wenn die großen Herden der Gnus den Mara-Fluss erreichen. Oh,